Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Phoenix vor Ort. Lange ist der Türkei vorgeworfen worden, dem Vormarsch der Terrorgruppe Islamischer Staat tatenlos zuzusehen. Manche hatten der Regierung in Ankara sogar vorgeworfen, die Dschihadisten mit Waffen zu versorgen. Jetzt fliegt seit Freitag die türkische Armee Angriffe auf Stellungen des IS in Syrien. Aber auch Ziele der PKK werden angegriffen. Ein Krieg also an zwei Fronten, mit dem sich heute auch die NATO beschäftigt. Und in diesen Minuten kommt in Brüssel Jens Stoltenberg, der NATO-Generalsekretär, tritt jetzt vor die Presse und damit gehen wir rüber. Nach Artikel 4 des Washingtoner Vertrages kann jeder Verbündete Konsultation beantragen, wenn er meint, dass die territoriale Integrität, politische Unabhängigkeit oder die Sicherheit bedroht ist. Die Türkei hat diese Sitzung beantragt aufgrund der ernsten Sicherheitslage. Unser Mitgefühl gilt der türkischen Regierung und den Angehörigen der Opfer dieses fürchterlichen Terroranschlags. Terrorismus in jeglicher Form lässt sich nie rechtfertigen und kann nie toleriert werden. Diese Sitzung findet zur richtigen Zeit statt. Wir befassen uns mit der Instabilität an der Grenze der Türkei und damit an der Grenze der NATO. Die NATO verfolgt die Ereignisse sehr genau und wir sind solidarisch mit unseren türkischen Verbündeten. Damit darf ich jetzt den öffentlichen Teil dieser Sitzung beenden und ich bedanke mich bei den Vertretern der Medien. Ja. Und bei mir im Studio ist jetzt Ahmet Kulaci von der Zeitung Hürriyet. Wir haben jetzt gerade gehört, die NATO ist zu einem Treffen zusammengekommen. Erstmal schön, dass Sie bei uns hier im Studio sind, so spontan. Konnten Sie das verstehen, dass die Türkei diese NATO-Sitzung beantragt hat? Ohne weiteres. Ich bin immer dafür gewesen, dass die Türkei überhaupt, wenn es irgendwas in diese Richtung vornimmt, wenn dann nur mit Verbündeten. Also ein Alleingang von der Türkei sei eine sehr, sehr gefährliche Entwicklung für die Türkei. Von daher, das finde ich gut, dass die Türkei sowas beantragt hat. War das denn jetzt ein Alleingang, was da seit Freitag passiert? Ja gut, da hat man auch die Verbündeten sozusagen unterrichtet. Also ganz Alleingang war es nicht. Man hat sowohl mit der amerikanischen Präsidentin Obama als auch mit den anderen Verbündeten, auch mit der Bundeskanzlerin und mit dem Bundesaußenminister telefoniert, sozusagen von Ankara aus. Die Partner, also die Verbündeten, waren wohl unterrichtet. Aber dass diese militärische Operation also von der Türkei aus jetzt geführt wird, allein unternommen werden, das ist für mich doch ganz normal. Aber da sollten auch, glaube ich, die Partner doch ihren Beitrag dazu leisten. Nicht militärisch unbedingt, aber ideell. Wie denn ideell? Können Sie das beschreiben? Mindestens wie der NATO-Generalsekretär hat jetzt gesagt hat, also ganz deutlich gesagt hat, dass man sich mit der Türkei solidarisch erklärt. Ich gehe davon aus, dass die türkische Armee stark genug ist, also gegen IS und auch gegen PKK doch irgendwelche Operationen allein durchzuführen. Vorher war ja immer davon die Rede, dass die Türkei im Kampf gegen den IS einschreiten soll. Jetzt werden ja auch Ziele der PKK im Nordirak und eventuell auch kurdische Dörfer in Syrien angegriffen. Hat Sie das überrascht, als es Freitagnacht kam, die ersten Meldungen, dass diese Doppelstrategie da jetzt verfolgt wird? Ich meine, das war nicht unbedingt also ganz eine Überraschung, glaube ich. Deswegen nicht. Wir haben gestern mitbekommen, dass es seit 7. Juni, das heißt seit den Wahlen in der Türkei, haben die PKK-Leute über 206 Anschläge begangen haben. Das heißt, also nicht mal in zwei Monaten über 200 Anschläge. Deswegen musste man damit rechnen, dass man auch gegen PKK irgendwas unternimmt. Aber ich finde es eine sehr, sehr gefährliche Entwicklung. Das heißt, in der Türkei hat man ja doch mit den Kurden, also mit PKK, diese Friedensinitiative
vor anderthalb Jahren begonnen. Man sollte diese Friedensinitiative weiterführen. Wie kann man die denn weiterführen? Was wäre Ihrer Meinung nach da der beste Weg? Indem man, wie gesagt, diese HDP, diese pro-kurdische Partei zum Beispiel jetzt stark macht und sagt den PKK-Leute, Leute, hör mal auf. Also keine Anschläge wollen wir innerhalb der Türkei oder außerhalb der Türkei haben. Ihr sollt also die Waffen verlassen, abgeben. Und wir führen friedliche Gespräche mit der türkischen Regierung. Aber ist das denn machbar, wenn Sie das mal für uns einschätzen können? Ohne weiteres glaube ich, wenn man diese Friedensinitiative doch begonnen hat und seit Monaten also in der Türkei gar keine Anschläge von der PKK-Seite gegeben hat, dann kann ich es mir gut vorstellen, dass man das auch in Zukunft so weiterführen kann. Aber wie gesagt, diese pro-kurdische Partei, HDP, soll sich jetzt stark machen und sagen, wir wollen in der Türkei mit der türkischen Regierung diese Gespräche, Friedensgespräche weiterführen. Keine Anschläge, keine Waffen, nichts. Also wir wollen friedlich in diesem Land leben. Das sollen sie sagen. Nach den Wahlen ist es gerade sehr schwierig, eine Koalition zu bilden in der Türkei. Kritiker werfen jetzt Erdogan auch schon vor, sein Ziel ist es am Ende nur Neuwahlen zu erreichen. Was sagen Sie dazu? Also die Neuwahlen würden auch wahrscheinlich in der Türkei nicht viel Neues bringen. Das heißt, auch diese ganze Umfrage zeigen, dass die AK-Partei, also diese AKP, die Partei von der Erdogan, also sagen wir, doch die absolute Mehrheit nicht bekommen wird. Und das wäre darüber hinaus eine sehr, sehr gefährliche Entwicklung, glaube ich, wenn diese HDP, diese pro-kurdische Partei, bei nächsten, bei früheren, bei Vorwahlen sozusagen, also die 10%-Hürde nicht schafft und außer Parlament bliebe. Das wäre doch viel gefährlicher. Deswegen, ich bin dafür, dass man in der Türkei möglichst also jetzt diese Koalitionsgespräche weiterführt mit CHP und eine Regierung bildet. Eine neue Wahl bringt nichts in der Türkei und wäre, wie ich gesagt habe, viel gefährlicher, wenn diese HDP draußen bleiben würde. Wie realistisch ist es denn, dass es dabei zu einer Einigung kommt auf politischer Ebene? Also man geht davon aus, dass man in vielen Punkten doch einverstanden ist. Von daher, normalerweise sollte es möglich sein. Das heißt, in allen demokratischen Ländern, demokratischen Rechtsstaaten möglich, dass andere Parteien miteinander koalieren. Warum sollte es denn in der Türkei nicht möglich sein? Das hatte man auch in den früheren Jahren schon geschafft. Und von daher sollte es jetzt auch möglich sein, dass man in der Türkei also eine vernünftige Koalition zu bilden. Es gab am Wochenende als Reaktion auf die Luftangriffe, Aufstellungen der PKK im Nordirak, Proteste, unter anderem in Istanbul, zum Teil auch gewaltsam. Wie schätzen Sie die Lage gerade aktuell in Städten wie Istanbul zum Beispiel ein? Ich meine, selbstverständlich, dass man friedliche Demonstrationen überall möglich sein sollte. Aber leider da und dort in der Türkei manchmal solche Proteste, solche Demonstrationen nicht friedlich laufen. Da hat man auch jetzt in der letzten Zeit bei solchen Demonstrationen 3 Menschen getötet. Also wer getötet hat, weiß man noch nicht. Aber wie gesagt, da sind 3 Menschen sind umgekommen bei solchen Demonstrationen. Ich bin dafür, dass man auch friedlich überall, egal ob in Großstädten oder in Kleinstädten, demonstriert werden sollte. Vielen Dank erstmal für Ihre Einschätzung. Die Lage ist also gerade sehr angespannt. Wir schauen jetzt noch mal, was eigentlich die USA wollen. Mit Kritik hält sich Washington noch zurück. Wir schauen uns die Positionen noch mal genauer an. Wo genau trifft man den IS am besten? Die Entscheidung darüber fällt 10.000 Kilometer entfernt von Syrien und Irak, hier in einer Luftwaffenbasis in South Carolina. Aber weil nach all den Luftschlägen amerikanischer, irakischer, jetzt auch türkischer Jets der Sieg gegen IS immer noch so fern erscheint, streitet Amerika über die richtige Strategie. Konzeptlosigkeit wirft Senator John McCain der US-Regierung vor. Werden wir vorankommen? Ja, aber solange wir nicht mehr unserer Soldaten vor Ort haben, bessere nachrichtendienstliche Aufklärung und bessere Ausbilder direkt an der Front, wird es keinen Durchbruch geben.
Eine Skepsis, die viele teilen bei der Sicherheitskonferenz in Aspen. Vertreter von Militär, Geheimdiensten und Regierungsbehörden sehen im IS eine größere Bedrohung als in Al-Qaida. Genau deshalb verstehen sie nicht, warum die Kampfjets der Anti-IS-Koalition nur bei einem Viertel ihrer Angriffsflüge tatsächlich Ziele bombardieren. In 75% der Fälle kommen sie mit den Bomben zurück. Für einige ist der Grund klar, eine zu große Angst vor zivilen Opfern. Wenn wir ein legitimes Ziel haben, dann unverrichtet nach Hause fliegen und dem IS erlauben, weiter Terror in der Region zu verbreiten und Zivilisten zu töten, nur weil wir uns Sorgen um ein einziges ziviles Opfer machen, dann stellt das die Sache auf den Kopf. Die Sache, das ist der Versuch zu gewinnen gegen IS, und der Beauftragte des amerikanischen Präsidenten sieht die Luftschläge nur als Teil eines Gesamtkonzepts, allerdings einen erfolgreichen. Wenn Sie sich anschauen, wo sich der IS vor einem Jahr ausgebreitet hatte und wo er jetzt ist, dann ist das Gelände unter seiner Kontrolle doch arg geschrumpft. Auch dass türkische Sicherheitskräfte nun erstmals massiv gegen Schleuser und Unterstützer des IS in der Türkei vorgehen, sieht die US-Regierung als Riesenfortschritt. Die Propaganda des IS will sie ebenfalls intensiver bekämpfen. Internetkonzerne sollen die Verbreitung solcher Videos in den sozialen Netzwerken stoppen. Eines allerdings stößt parteiübergreifend auf Kritik, dass die türkische Luftwaffe nicht nur Stellungen des Islamischen Staats bombardiert, sondern auch die kurdische PKK angreift. Die Kurden galten bisher als unverzichtbare Partner im Kampf gegen den IS. Das positivste Resultat ist, dass man beide gleichzeitig schwächt. Das heißt, man ist dann wieder im Prinzip am Anfang. Und das möglicherweise schlechteste Resultat ist, dass man die Gegner des Islamischen Staates schwächt, aber den Islamischen Staat nicht so sehr. Das heißt, indirekt stärkt man dadurch den Islamischen Staat. Ein hoher Preis, denn dann müsste Amerika vielleicht doch wieder mit Bodentruppen in den Krieg ziehen, weil die Luftschläge nicht zum Ziel führen. Ja, und da will ich direkt anknüpfen, Herr Kulacsi. Bodentruppen waren jetzt auch schon im Gespräch. Denken Sie, dass es dazu kommen wird, dass auch die Türkei Bodentruppen nach Syrien schicken wird? Ich hoffe es nicht. Deswegen nicht, weil die Türkei sowohl mit Iran, mit Irak und mit Syrien direkt Nachbarn ist. Also wenn man dorthin die Bodentruppen schickt, dann wird das auch für die Türkei eine sehr gefährliche Situation entstehen. Also von daher, ich bin dafür, wenn dann die Türkei sollte dorthin also nicht im Alleingang Bodentruppe schicken, wenn dann mit Verbündeten zusammen. Dann schon, also wenn die internationale Gemeinschaft bzw. die USA sich entscheiden, Bodentruppen zu schicken? Ich weiß es nicht, also ob das überhaupt was bringen wird. Das erleben wir auch jetzt also in Irak. Da hat man auch also die amerikanische Truppen da präsent gewesen und jahrelang Kriege geführt. Und da ist auch also nicht so Ruhe gekommen. Ich kann es mir schlecht vorstellen, dass es jetzt in Syrien auch mit diesen Bodentruppen was erreichen kann. Aber wie gesagt, wenn dann gemeinsam. Es hieß jetzt gerade auch in dem Beitrag, die Kurden galten als unverzichtbarer Partner im Kampf gegen den IS. Jetzt werden die Kurden wiederum angegriffen. Also von einem Zwei-Fronten-Krieg ist immer die Rede, von einer Doppelstrategie. Wird diese Strategie der türkischen Regierung aufgehen? Das ist enorm schwierig vorauszusagen. Aber für mich wäre es viel wichtiger, dass die PKK sollte nicht versuchen, diese Friedensinitiative zu sabotieren und zu bombardieren. Und aber Sie sprechen jetzt von der PKK, die diesen Friedensprozess sabotiert. Mhm. Sind es nicht alle Seiten? Da sind ja noch mehr beteiligt. Ja gut, aber in erster Linie, wie gesagt, also wie ich vorhin gesagt habe, innerhalb 6 Wochen über 200 Anschläge durch die PKK begangen worden sein innerhalb der Türkei und gegen türkische Polizisten und Militären und andere Personen und Persönlichkeiten. Von daher, selbstverständlich, ich bin dafür, dass man innerhalb der Türkei mit den
kurdischen Bodenbevölkerung und mit den kurdischen Verantwortlichen in der Region, nicht nur innerhalb der Türkei, sondern in Syrien und Irak, doch sich zusammentut und gegen IS kämpft und darüber hinaus diese Friedensinitiative weiterführt. Das ist viel wichtiger. Viele werfen der Türkei jetzt vor, in erster Linie doch gegen die PKK, die ja verboten ist in der Türkei, vorzugehen. Auch in anderen Ländern wird sie ja als Terrororganisation eingestuft. Und dass die Regierung die Chance jetzt sozusagen nutzt, gegen Einrichtungen und Ziele vorzugehen. Es gab jetzt Razzien in der Türkei. Fast 900 Menschen sind da festgenommen worden. Davon angeblich nur 100 Unterstützer des Islamischen Staates und überwiegend Mitglieder der PKK. Also nochmal, was verfolgt die Regierung gerade mit dieser Strategie? Ich meine, das wäre also eine falsche Strategie, glaube ich, dass man doch nur um PKK zu kämpfen, also diese als Alibi benutzt hat, also diese IS-Kampf sozusagen, IS-Operation. Nein, das sollte nicht sein. Selbstverständlich, wenn jemand irgendwelche Taten begeht, dagegen soll man kämpfen. Bei diesen Operationen wurden auch andere Personen festgenommen worden, glaube ich, die linksextremistische türkische Terrorverdächtige und darüber hinaus 75, glaube ich, also ausländische IS-Kämpfer auch festgenommen worden. Nein, das wäre ein gefährliches Spiel, wenn man das benutzen würde, gegen PKK irgendwas zu unternehmen. Das wäre also ein gefährliches Spiel, das stimmt. Eigentlich ist ja gerade so wie hier in Deutschland gerade Sommerpause in der Türkei. Das Parlament kommt trotzdem morgen zu einer Sondersitzung zusammen, um unter anderem über eine Sicherheitszone zu sprechen. Was erhofft sich die Regierung davon und welche Unterstützung, wessen Unterstützung bräuchte man dann? Ja, also das ist ja nicht neu, dass man in der Türkei oder die türkische Regierung seit Monaten also an der türkisch-syrischen und irakischen Grenze eine Sicherheitszone, für eine Sicherheitszone plädiert. Bis jetzt waren natürlich die Amerikaner nicht dazu bereit, aber ich habe jetzt den Eindruck, dass die auch in dieser Hinsicht also positive Signale gegeben haben, obwohl man das nicht offiziell erklärt hat. Das hofft man, erhofft sich, dass man innerhalb, wenn man dort also eine Sicherheitszone entstehen kann, dass man einige Flüchtlinge vielleicht also auch zurück nach Hause gehen konnten und darüber hinaus, dass die IS, diese sogenannte islamische Staatsterroristin, also keinen Kampf gegen Türkei von da aus begehen können. Eine schwierige Strategie. Wir werden das weiter beobachten. Vielen Dank, Herr Kulacsi von der Zeitung Hürriyet, für Ihre Einschätzung. Ja, in Brüssel sitzen also gerade die 28 Botschafter zusammen, um über die Lage zu beraten. Und wir haben ja gerade auch schon drüber gesprochen. Es ist scheinbar eine Doppelstrategie, ein Krieg an mehreren Fronten. Wer bekämpft da wen? Das schauen wir uns jetzt noch mal genauer an. Zwei kurdische Organisationen bekämpfen den IS, den sogenannten Islamischen Staat. Die Peschmerga sind im Nordirak aktiv. Entstanden Ende des 19. Jahrhunderts, sind sie die älteste kurdische Unabhängigkeitsbewegung. Heute sind die meisten der rund 130.000 Peschmerga-Kämpfer der kurdischen Regionalregierung in Erbil unterstellt. Viele, aber eben nicht alle. Manche agieren unabhängig in Kleinverbänden. Das Durcheinander schwächt die Schlagkraft. Seit dem ruhmlosen Rückzug aus dem Sindschar-Gebirge im vergangenen Jahr sind die Peschmerga unter den Kurden nicht mehr sonderlich gut angesehen. Nicht sie, sondern bewaffnete Kräfte der PKK kämpften damals Tausenden von Jesiden einen Weg aus dem Gebirge frei. Sie wären alle in die Hand des IS gefallen. Der Westen setzt gleichwohl auf die Peschmerga. Deutschland liefert ihnen Waffen. Die Kämpfer der PKK sind vor allem in Syrien gegen den Islamischen Staat aktiv. Diese PKK-Einheiten bestehen nur aus rund 15.000 Mann, agieren aber straff und effektiv. Mittlerweile kontrollieren die PKK-Kämpfer die größten Teile der Grenze zur Türkei. Und zur aktuellen Lage in der Türkei und an der Grenze zu Syrien jetzt eine Einschätzung unseres Korrespondenten Michael Schramm.
Also aus NATO-Kreisen war zu hören, dass man nicht davon ausgeht, dass man mehr haben will als moralische Unterstützung. Als anders formuliert, man geht nicht davon aus, dass weiterer technischer Beistand eingefordert werden wird. Was man aber erwartet allgemein ist, dass die Türkei nochmal ihre Situation hier darstellen will, dass man dieses Konzept der Sicherheitszone, das mit den Amerikanern zusammen geschaffen werden soll, darbieten wird. Und natürlich geht es auch darum, dass die Türkei Gelegenheit bekommt, sich zu äußern zu den Vorwürfen, die aus vielen westlichen Ländern kamen, aus Europa insbesondere und vor allem aus Deutschland hinsichtlich der Angriffe gegen die PKK. Dazu möchte man sich äußern. Das ist ein altes Dogma der türkischen Politik, dass man die Kurden fürchtet. Es ist eine wirkliche Angst, die in dieser Gesellschaft, in der Politik hier, vor allem bei der Regierung existiert, dass ein eigenständiger kurdischer Staat entstehen könnte in Nordsyrien. Die Kurden sind auf bestem Weg, das zu schaffen, weil sie militärisch sehr erfolgreich waren in Nordsyrien. Und die Basis dafür liegt kurioserweise im Nordirak. Darum wird das jetzt bekämpft. Und das ist der Grund, warum die Türken eine Art Doppelstrategie im Moment fahren, dass man eben einerseits den IS bekämpft, den man als Gefahr für die Türkei wahrgenommen hat, aber eben gleichzeitig sich auch bedroht fühlt von den Kurden, speziell von der PKK natürlich, und die eben auch bekämpft im Nordirak. Hier hat es ja Wahlen gegeben vor einem Monat. Diese Wahlen haben dazu geführt, dass die islamisch-konservative AKP-Regierung ihre absolute Mehrheit verloren hat. Jetzt gibt es seit gut einem Monat Koalitionsverhandlungen, die gehen praktisch nicht voran. Da werden der AKP dann gegebenenfalls auch große Kompromisse abverlangt. Und es soll wohl, so sagen viele politische Beobachter, so sein, dass die Neigung der AKP stark zugenommen hat, Neuwahlen anzustreben. Die wären dann ungefähr in einem Vierteljahr. Und für Neuwahlen ist es sicherlich von großem Vorteil in der Türkei, wenn man eine Politik der starken Hand präsentieren kann. Das würde im rechten Spektrum nochmals Stimmengewinne ermöglichen. Da geht es um 3-4%, die der AKP fehlen, um wieder diese absolute Mehrheit, damit die Alleinregierung zu schaffen. Und da ist es eben eine Möglichkeit, den Konflikt eskalieren zu lassen. Das wäre innenpolitisch unter Umständen sinnvoll. Auf Wunsch der Türkei sind heute die NATO-Partner in Brüssel zusammengekommen und beraten über die aktuellen Entwicklungen. Herr Kulacsi von der Zeitung Hürriyet, wir haben jetzt gerade von unserem Korrespondenten gehört, die Türkei will nicht mehr haben als moralische Unterstützung. Würden Sie das so unterschreiben? Das war auch meine Meinung, glaube ich. Deswegen habe ich das auch von vorher doch betont, dass die Türkei also keine militärische Unterstützung will, sondern eine ideelle, also eine moralische Unterstützung von dem Partner. Das wäre auch der richtige Weg, dass man die Türkei dort nicht allein lässt. Aber warum ist diese moralische Unterstützung so wichtig, wenn die Türkei sich angegriffen fühlt? Warum braucht sie dann diese moralische Unterstützung? Wie gesagt, also die Türkei soll dort nicht allein bleiben. Die Türkei braucht dort starke Partner, und NATO ist ein starker Partner und ein Bündnis, das auch immer, wenn es irgendeine Gefahr besteht, für einen Bündnispartner dabei sein soll. Wie gesagt, das ist kein Bündnisfall, das weiß auch die Türkei, weil dort also von einer anderen Stadt angegriffen wird. Aber wie gesagt, es ist besser, wenn man also bei solchen Operationen neben Türkei steht und die Türkei unterstützt. Die Angriffe auf Stellungen des IS wurden begrüßt von fast allen NATO-Staaten. Die Angriffe auf Stellungen der PKK aber nicht. Dafür wurde die Türkei ja auch schon scharf kritisiert, zum Teil von einigen Ländern zumindest. Können Sie diese doch sehr laute Kritik nachvollziehen? Ich meine, wenn man also in Amerika lebt oder in Amerika wohnt, wenn man in Westeuropa lebt und hier wohnt, also das sind ja Tausende von Kilometern weit weg von türkisch-syrischen und türkisch-irakischen Grenze. Die Türken und die Türkei müssen mit dieser Situation leben. Das heißt, diese Gefahr besteht direkt an dieser Grenze und die Türkei ist auch davon betroffen. Ich bin dafür, dass diese PKK also ohne Gewalt in der Türkei doch die Friedensinitiative weiterführt. Und ich habe jetzt gehört, also, dass der türkische Staatspräsident, der Erdogan, doch die Friedensinitiative für beendet erklärt hat. Das ist eine sehr, sehr gefährliche Entwicklung. Von beiden Seiten ist die ja auch schon für beendet. So ist es. Aber auch die zum ersten Mal hat der türkische Staatspräsident das so deutlich artikuliert. Das ist eine sehr, sehr gefährliche Entwicklung. Diese Friedensinitiative muss weitergeführt werden. Natürlich selbstverständlich auch sollte sein, dass die territoriale Integrität der Türkei bewahrt bleibt. Wir haben jetzt gerade gehört, dass die PKK doch in den vergangenen Jahren sehr stark geworden ist. Was fürchtet die Regierung in Ankara am meisten?
Ja, am meisten fürchtet Ankara wahrscheinlich, dass man innerhalb Nordsyrien und Nordirak und dass noch also ein Teil von der Türkei aus also eine unabhängige Kurdistan entstehen konnte. Aber wie gesagt, die territoriale Integrität der Türkei ist sehr wichtig, nicht nur für türkische Regierung, sondern für die türkische Wohnbevölkerung und für das türkische Volk. Vielen Dank erstmal, Herr Kulaci. Ja, und wir schauen uns das nochmal ein. Auch in Deutschland leben ja sehr viele Kurden und mit Sorge beobachten auch Sie die Situation aktuell in der Türkei. Immer wieder gucken Sie die Nachrichten, diskutieren aufgeregt über das, was in Ihrer Heimat passiert. Die Mitarbeiter des Zentrums für kurdische Studien in Bonn sind überzeugt davon, dass der türkische Präsident Erdogan aus rein innenpolitischen Gründen die Kurden angreift. Schließlich kann es sein, dass in der Türkei bald neu gewählt werden muss. Da wolle Erdogan punkten. Für neue Wahlen braucht man eine besondere Situation. Das ist besondere Situation, heißt ja ein Krieg. Durch den Krieg kann Erdogan von türkischen Nationalisten an türkischen Nationalisten gewonnene Stimmen wieder zu gewinnen. Und er möchte sich präsentieren, dass er Probleme der Türkei löst. Erdogan provoziere den neuen Konflikt. Der Kurs der Versöhnung in den vergangenen Monaten sei vom Präsidenten nur vorgetäuscht gewesen, sind viele Kurden überzeugt. Die Emotionen kochen hoch, auch in Deutschland. In Bielefeld gehen mehrere hundert Kurden auf die Straße. In Düsseldorf waren es am Wochenende sogar fast 3000 Demonstranten. Politische Beobachter fürchten, dass eine Eskalation der Gewalt auch in Deutschland ankommen könnte. Wir sehen das immer wieder, wenn es zu Ausschreitungen in der Türkei kommt, zeigen die sich dann auch unmittelbar auch in Deutschland und in Europa. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass die Bundesregierung hier handelt und ihren NATO-Partner in der Türkei dazu drängt, an dem Friedensprozess in der Türkei mit den Kurden festzuhalten. Auch beim Zentrum für kurdische Studien wünscht man sich deutlichere Worte von der Bundesregierung. Denn sie fürchten, dass die Gewalt in ihrer Heimat weiter zunehmen könnte. Und in Brüssel begrüße ich jetzt unseren Korrespondenten Stefan Leifert. Ja, auf Antrag der Türkei sind in Brüssel die Botschafter der 28 NATO-Staaten zusammengekommen. Wie genau hat die Regierung in Ankara diesen Wunsch bzw. diese Forderung begründet? Die Regierung in Ankara hat sich auf den Artikel 4 berufen. Es gibt ja zwei entscheidende Artikel, unter denen die NATO zusammenkommen und etwas beschließen kann. Das sind Artikel 4 und Artikel 5. Artikel 5, das ist so die härteste oder größte Eskalationsstufe. Das ist der Bündnisfall, wenn ein Land angegriffen wird. Die Türkei hat sich in diesem Falle für das Treffen heute auf Artikel 4 berufen. Das ist ein Artikel, der besagt, dass es zu Konsultationen kommen kann, wenn sich ein Land in seiner territorialen Integrität angegriffen fühlt. Das ist im Falle der türkischen Regierung der Fall. So hat sie diesen Antrag formuliert. Deswegen heute hier diese Konsultationen in Brüssel, die vor ein paar Minuten begonnen haben. Es gab einige Worte von Generalsekretär Stoltenberg vorweg. Das sagt aber noch nicht viel über das, was hier nachher beschlossen wird. Er hat vor allem sein Beileid gekundet für die Opfer der Anschläge der letzten Wochen in der Türkei. Man rechnet damit, dass das Treffen hier vielleicht so 1 bis 2 Stunden dauern wird und danach wird es eine kurze Erklärung geben. Ja, Sie haben schon gesagt, der Generalsekretär der NATO Stoltenberg hat sich vorher schon geäußert und hat vor einer Eskalation des Konfliktes mit den Kurden gewarnt. Auch der deutsche Außenminister Steinmeier hatte sich ähnlich geäußert. Auch in anderen Ländern gab es ähnliche Bemerkungen, Äußerungen. Ist man sich mit Blick auf die Angriffe auf Ziele der PKK innerhalb der NATO einig? Nein, und das könnte heute auch zumindest Thema werden, wenn nicht gar auch zum Problem werden. Denn es gibt hier deutliche Akzentunterschiede. Auf der einen Seite sind die Amerikaner, die die PKK nach wie vor als Terrororganisation gelistet hat und die Strategie der Türkei nicht nur gegen IS, also den Islamischen Staat, den sogenannten Islamischen Staat, sondern auch gegen die PKK militärisch vorzugehen, eigentlich immer gebilligt oder zumindest geduldet. Auf der anderen Seite stehen Länder wie Deutschland, aber auch viele andere NATO-Länder, wahrscheinlich sogar die Mehrheit, die das Vorgehen der Türkei sehr kritisch sehen und vor einer Eskalation warnen. Angela Merkel sprach oder mahnte Verhältnismäßigkeit an. Und ähnliche Worte hat auch der Generalsekretär in einem Interview gestern schon benutzt. Und da deutet sich ein Konflikt oder zumindest eine Meinungsverschiedenheit innerhalb der NATO-Länder an, was das Treffen heute angeht, aber auch was die Strategie der gesamten nächsten Wochen angeht. Was kann denn die Türkei ganz konkret von der NATO erwarten?
Die große Frage ist, ob sie überhaupt etwas erwarten will oder ob sie etwas vom Bündnis erwartet. Die meisten gehen davon aus, dass das Treffen hier, was die Türkei beantragt hat, vor allem innenpolitische Zwecke haben soll. Man geht davon aus, dass Erdogan das Zeichen setzen will, wir haben Verbündete an unserer Seite. Auf der anderen Seite aber steht nicht zu erwarten, dass er hier militärische Unterstützung beantragt oder erwartet. Und das ist auch von beiden Seiten wahrscheinlich gar nicht gewollt. Die Türkei hat eigentlich immer klar signalisiert, diesen Kampf gegen IS, diesen Kampf gegen Assad, den Kampf gegen die Terrororganisation PKK, den führen wir alleine und da wollen wir auch nicht die Unterstützung des Bündnisses. Und umgekehrt hat die NATO eigentlich auch immer sehr deutlich gemacht, die Allianz der über 60 Partner gegen den Islamischen Staat ist das viel probatere Mittel gegen die Terrormiliz als die NATO selbst. Die NATO möchte kein Player, möchte kein Spieler werden in diesem Kampf gegen den Islamischen Staat. Und daran ändern auch die Eskalationen der letzten Wochen nichts. Deswegen ist das Treffen wahrscheinlich hier heute eher symbolischer Art und wird mit einer Erklärung enden. Wahrscheinlich aber nicht damit, dass die NATO sich zu irgendwelchen Handlungen hinreißen lässt, militärischer oder strategischer Art, oder irgendwelche Neuausrichtungen im Hinblick auf den Südosten der Region vornimmt. Vor 2,5 Jahren hat die Türkei die NATO ganz konkret um Schutz vor Angriffen aus Syrien gebeten. Seitdem sind unter anderem auch deutsche Abwehrraketen im Süden des Landes stationiert. Was denken Sie, werden die türkischen Luftangriffe jetzt einen Einfluss auf diese Einsätze haben? Es gibt in Deutschland ja bereits eine kleine aufflammende Diskussion über die Zukunft der Patriot-Raketen in der Türkei. Die Linke fordert schon den Rückzug angesichts der neuen Eskalation. Müsse man die Patriot-Raketen zurückziehen und die Unterstützung versagen? Das ist aber eine Minderheitsposition. Die Bundesregierung wird sicherlich nichts daran ändern, an der Türkei-Politik oder an der Tatsache, dort Patriots-Abwehrsysteme zu stationieren. Soweit wird es sicherlich nicht gehen. Und überhaupt wird von diesem Treffen heute sicherlich keine militärische Neuausrichtung ausgehen, sondern eher eine Erklärung symbolischer Art. Man wird die Türkei der Solidarität der NATO versichern, aber sicherlich keine militärische Neuausrichtung irgendeiner Art und Weise vornehmen. Aber die moralische Unterstützung, so wünscht es sich ja die Türkei, die wird sie bekommen, wenn Sie uns das vielleicht noch kurz einschätzen könnten? Das hängt natürlich sehr stark davon ab, was der türkische Botschafter jetzt hier in seinem Eingangsstatement sagt. Denn man sieht es hier ja mit vielleicht wenigen Ausnahmen sehr kritisch, dass die Türkei hier ja ein recht gefährliches und in den Augen mancher auch zynisches Doppelspiel spielt. Auf der einen Seite sagt sie natürlich, dass sie jetzt gegen den Islamischen Staat vorgehen will, nutzt aber dieses Vorgehen zugleich auch, um gegen Stellungen der PKK vorzugehen. Im Hintergrund steht natürlich die Angst der Türkei vor einem Kurdengebiet oder vor einem Kurdenstaat, der möglicherweise dann auch Territorium von der Türkei nehmen könnte. All das ist eine sehr komplizierte Lage. Die Solidarität der NATO wird grundsätzlich natürlich heute untermauert werden, aber man steht vor dem Spagat, irgendwie auch der Kritik Ausdruck verleihen zu müssen, dass man das Vorgehen gegen die PKK ziemlich kritisch sieht. Vielen Dank, Stefan Leifert nach Brüssel, für Ihre Einschätzung und Informationen zu dieser, wie Sie sagen, sehr komplizierten Lage. Vielen Dank. Ja, und wir schauen nach Deutschland. 450.000 Asylbewerber werden in diesem Jahr hier erwartet. Länder und Kommunen stoßen an ihre Grenzen. Es ist 3:03, so hat es ein Teilnehmer des Flüchtlingsgipfels in Baden-Württemberg gestern gesagt. Und ähnlich sieht die Situation auch in anderen Bundesländern aus. Vor wenigen Tagen Brandstiftung in Remchingen bei Pforzheim. Eigentlich sollten in diesem leerstehenden Vereinsheim Flüchtlinge einziehen. Die Ermittler gehen von einem fremdenfeindlichen Motiv aus. Vorfälle wie dieser, bundesweit dieses Jahr bereits 202, schon jetzt mehr als im gesamten vergangenen Jahr. Man sieht halt, dass es Kreise in der Bevölkerung gibt, die alles tun, um gegen Flüchtlinge vorzugehen, anzugehen, aggressiv anzugehen. Und da müssen wir Einhalt gebieten. Neue Unterkünfte wie in Remchingen werden dringend benötigt, denn Zeltstädte wie hier in Bitburg in der Eifel stoßen an Grenzen. Die CSU möchte deshalb Flüchtlinge trennen, in Balkan- und in Bürgerkriegsflüchtlinge, schon in der Erstaufnahmeeinrichtung. Ich glaube, das ist oftmals auch praktisch überhaupt nicht durchführbar. Wir haben 4 Anlaufstellen in Rheinland-Pfalz Ende diesen Jahres. Und in diesen Anlaufstellen laufen die Flüchtlinge an, so wie sie kommen. Und das ist die Realität.
Teil dieser Realität ist auch, dass Balkan- und Bürgerkriegsflüchtlinge sehr unterschiedliche Aussichten auf Asyl haben. Während aus Syrien in diesem Jahr bis jetzt mehr als 34.000 Menschen Asyl beantragt haben und es zu 85% gewährt wird, kommen mehr als doppelt so viele Menschen vom Westbalkan, mehr als 82.000. Doch so gut wie jeder Antrag wird abgewiesen. Nur 0,1 bis 0,4% erhalten Asyl. Der Vorschlag, Flüchtlinge nach Herkunft zu trennen, scheint dennoch nicht konsensfähig zu sein. So wie es aus Bayern schallt, wie es in die Republik hineinschallt, es gab ja eine große Kritik, insbesondere auch am bayerischen Ministerpräsidenten. Das ist für uns sehr kontraproduktiv, weil wir wollen in der Gesellschaft den Konsens bewahren, nicht durch solch überzogene Rhetorik und Rhetorik an falschen Beispielen orientiert, eine Trennung herbeiführen. Das wäre völlig falsch. Auch umstritten, Bosnien, Serbien und Mazedonien sind bereits sogenannte sichere Herkunftsländer. Die CSU will diese erweitern auf Montenegro, Kosovo und Albanien, damit Menschen aus diesen Ländern erst gar nicht nach Deutschland kämen. Bewegung ist inzwischen in die politische Debatte um ein Einwanderungsgesetz gekommen. Es soll Zuwanderung nach einheitlichen Kriterien regeln, insbesondere für gut ausgebildete Fachkräfte. Wir brauchen ein solches Einwanderungsgesetz. Wir sind als Land Rheinland-Pfalz im Bundesrat dort auch schon sehr aktiv geworden. Und ich glaube, an der Realität, und wir sind Einwanderungsland, geht gar nichts vorbei. Und da muss man das auch ordentlich organisieren. Wie gehen wir mit Zuwanderung um? Wie gehen wir mit Flüchtlingen um? Eine politische, aber auch eine gesellschaftliche Herausforderung. Gemeinden müssen zum Teil innerhalb kürzester Zeit Flüchtlinge aufnehmen und entsprechende Unterkünfte errichten. Also das Unmögliche möglich machen, so hat es der Bürgermeister von Gladbeck genannt. Unser Reporter Marc Steinhäuser hat ihn und seine Helfer begleitet. Sporthalle Gladbeck, Sonntagvormittag. Bürgermeister Ulrich Roland will's einladend haben. Gar nicht so einfach. Ja, jetzt muss es wieder insgesamt ein bisschen in die Richtung. Wir sind aber schon auch ein Perfektionist jetzt hier, was das betrifft. Ein bisschen kleinlich, ja. Liegt so. Das ist Ihnen wichtig, glaube ich. Ja, genau. Ja, das darf nicht lieblos da hängen. Ne? Also das soll schon. Wir haben ja die Chance hier, noch die Zeit, das akkurat zu machen. 500 Flüchtlinge sind schon in Gladbeck verteilt auf Wohnungen. Jetzt kommen 150 zusätzlich. Ein Heim für Gäste muss diese Sporthalle werden. Woher die Menschen kommen, weiß keiner. Wann sie kommen, auch nicht. Sprache, Religion, Gesundheitszustand, alles unbekannt. Aber der Bürgermeister muss sie unterbringen. Vor 3 Tagen hat ihm das die Bezirksregierung mitgeteilt. Jetzt stehen Bauzäune, Plastikplanen, Feldbetten. Das wirkt auf uns eher nüchtern. Da ist wahrscheinlich der Zugewinn, dass man in Sicherheit hier sein kann. In Ruhe und Frieden, so Gott will. Geradezu liebevoll die letzten Vorbereitungen von der Stadtverwaltung und dem Roten Kreuz. Doch immer die Frage, haben Sie an alles gedacht? Und wie reagiert die Nachbarschaft? Vor der Halle Andrang. Viele bringen Spielsachen und Kleidung. Ich ziehe das nicht mehr an. Oder ist mal wieder was Neues fällig? Und dann habe ich gedacht, ich tue ein gutes Werk. Es gibt aber auch andere Stimmen. Nicht alle freuen sich auf die Busse, die hier heute ankommen. Aber was soll denn denkbar ungünstig? Gucken Sie mal die ganzen schönen Häuser, die ganzen dicken Autos, die Leute werden noch neidisch. Man kann doch denen das nicht vor die Nase setzen. Das ist doch ganz klar, wenn da nachher hier Einbrüche und alles, was wir ja befürchten. Hoffentlich kommt das nicht, ne? Dann geht's direkt zum Bürgermeister. Der Vorschlag, ein Haus außerhalb der Stadt. Dass man da auch was Vernünftiges baut, ein bisschen. Also Sie wollen ein neues Haus bauen? Das ging nicht in 3 Tagen. Wir haben den Anruf Donnerstagmorgen erhalten, in 3 Tagen können Sie kein Haus bauen. Sie haben sozusagen das Fenster, was am nächsten ist, und Sie haben keine Angst? Nein, haben wir nicht. Nein, wir haben keine Angst. Ich mache sogar auf Kipp alles. Also, das sind immer welche, die dagegen sind und ausländerfeindlich, und das sind wir gar nicht. Dann ist es soweit. Um 14.06 Uhr kommt ein Bus voll Hoffnung. Erleichtert sind fast alle. Nur der Bürgermeister ist noch angespannt. Er will unbedingt die richtigen Worte finden. Sehr geehrten Damen, meine Herren, vor allem liebe Kinder, herzlich willkommen in Gladbeck. Hast du das mal eben übersetzt? Übersetzt wird in mehr als ein Dutzend Sprachen. Wo kommen die Menschen nun her? Und wie geht es ihnen gesundheitlich? Um das zu klären, werden alle registriert. Und dann untersucht. Ja, die meisten haben jetzt ihre Betten bezogen. Und um das bisschen, was die Menschen da drin an Privatsphäre haben, zu schützen, verlasse ich jetzt die Sporthalle, mach die Tür zu
und bleibt dann hier in den Gemeinschaftsräumen. Hier treffe ich den 19-jährigen Hamed aus Syrien und Firas, 28, aus dem Irak. Dem einen wurde die Wohnung vom Islamischen Staat zerbombt, der andere floh vor dem syrischen Bürgerkrieg. Beide wollen nicht erkannt werden. Wie fühlen Sie sich auch von der Sicherheit her im Vergleich zu vorher? Ich freue mich sehr über den herzlichen Empfang hier. Ich wurde medizinisch untersucht, ich habe hier einen Schlafplatz und etwas zu essen. Ich bin sehr dankbar, sagt mir Hamed. Als die Unterkunft voll ist, wird auch klar, die Geschichten aus Syrien und dem Irak sind nur die eine Seite. Andere Herkunftsländer, immer wieder Montenegro und Albanien. Jetzt ist die Liste ja nicht so, dass man jetzt sagt, das sind jetzt nur Kriegsflüchtlinge oder nur Menschen, die jetzt unmittelbar aus dem Kriegsgebiet kommen. Flüchtlinge ist das eine, die Wirtschaftssituation das andere. Für heute, für die Leute, die sich hier engagiert kümmern, denke ich, wird nicht differenziert. Keine Panik, wir haben alles unter Kontrolle immer. Helfen, und zwar allen, das will der Bürgermeister. Und doch ist die Herkunft mancher Ankömmlinge für ihn ein heikles Thema. Ist das Politik am Limit? Also wie lange kann das eine Stadtverwaltung durchhalten, sowas noch nebenher einfach zu organisieren? Das geht nicht sehr lange, weil das ist schon auf Kante genäht, was wir hier leisten. Also es müssen schon klare Regeln her, dass wir den Menschen auch keine falsche Hoffnung machen, von denen wir annehmen, dass sie nicht sehr lange hier bleiben werden. Und da muss dran gearbeitet werden, sonst überfordert das auch hier die Aufnahmegesellschaft. Die Gladbecker sind heute nicht überfordert. Ich wünsche mir, dass das so bleibt. Denn eines ist sicher, es ist ein Ausnahmezustand, nicht nur hier in der Sporthalle. Für die, die gekommen sind und die, die sie willkommen heißen. Es müssen klare Regeln her, hat der Bürgermeister von Gladbeck gerade gesagt. Ja, welche Regeln aber, wie umgehen mit all den Flüchtlingen? Das ist gestern auch bei einem Flüchtlingsgipfel in Stuttgart diskutiert worden. Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann hatte dazu eingeladen und im Anschluss mehrere Maßnahmen angekündigt. Es war auch diesmal eine sehr gute und konstruktive Runde. Das, was mir wichtig war, schon vor dem Gipfel, dass wir alle in einer Verantwortungsgemeinschaft bleiben und uns in einer Verantwortungsgemeinschaft sehen, das wurde eigentlich vollumfänglich so erfüllt. Die starke Zunahme der Flüchtlinge in den letzten Monaten sind Herausforderungen, die nach dem ersten Flüchtlingsgipfel sich noch sehr stark gesteigert haben. Und deswegen setzen wir alles daran, diese komplexe Aufgabe zu meistern. Wir befinden uns bundesweit in einer Situation, wo wir Tempo zulegen müssen, etwa bei den Liegenschaften, also bei den Unterkünften, die wir brauchen, sowohl in der Erstaufnahme als auch in der Folgeaufnahme. Und deswegen müssen wir die Kooperation und Zusammenarbeit der verschiedenen Ebenen weiter verbessern. Es fanden natürlich insbesondere von den Oberbürgermeistern und Bürgermeistern in den Städten und Gemeinden mit Erstaufnahmen Schilderung statt, dass dort die Situation sehr angestrengt ist und teilweise Zustände sind, die schwer auszuhalten sind. Und deswegen haben wir beschlossen, dass wir die Erstaufnahmekapazitäten drastisch erhöhen. Wir haben sie ja bisher schon verzehnfacht von 9.900 auf 9.000 Plätze. Das entspricht fast 25% der gesamtdeutschen Kapazität bei nur 13% Aufnahmeverpflichtung Baden-Württemberg. Also Tatenlosigkeit bei der Schaffung von Aufnahmekapazitäten kann man uns nun wirklich nicht vorwerfen, sondern die Prognosen sind ständig nach oben geändert worden. Und deswegen erhöhen wir die Kapazität der Erstaufnahmeeinrichtung bis Ende des Jahres um knapp 6.000.
Danach im kommenden Jahr werden wir sie nochmal um weitere 5.000 erhöhen, sodass wir also in einem knappen Jahr die Erstaufnahmekapazitäten um 10.000 erhöhen wollen. Wir werden aber alles dafür tun, dass wir noch weitere Reserven über diese 10.000 bekommen. Also auch das ist nicht das Ende der Fahnenstange, sondern wir versuchen noch weitere Liegenschaften zu finden, die da in Frage kommen. Da der Wohnraum knapp ist, haben wir generell die Ausnahmeregelung, die im Gesetz eh vorgesehen war, ausgesetzt auf 2 Jahre. Das heißt, die ist ja noch gar nicht in Kraft. Und bevor sie in Kraft tritt, setzen wir sie für 2 Jahre generell aufgrund der Situation aus. Es wurde allgemein beklagt, dass die Dinge zu lange dauern. Die Kritik ist nicht unbegründet. Deswegen werden wir unter Einbeziehung der kommunalen Spitzenverbände eine Lenkungsgruppe einrichten, morgen im Kabinett mit weitgehenden Vollmachten. Sie besteht aus den Amtschefs des Integrationsministeriums, des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft, des Innenministeriums und des Staatsministeriums. Und sie wird für alle Flüchtlingsfragen zuständig sein, um die Verfahren zu optimieren. Und was diese Lenkungsgruppe entscheidet, sind dann verbindliche Entscheidungen, sodass wir an Tempo zulegen können, was, glaube ich, erforderlich ist. Die Forderungen an den Bund sind ja generell erfüllt, dass das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge sein Personal weiter drastisch aufstockt. Ich will aber noch mal darauf hinweisen, dass das die Ministerpräsidentenkonferenz schon im Oktober gefordert hat, ich im September einen Brief an die Kanzlerin geschrieben hat, und es hat leider über ein halbes Jahr gedauert, bis der Bund dem nachgekommen ist. Dadurch ist natürlich wertvolle Zeit verloren gegangen, aber jetzt ist das eingerichtet, und ich will noch mal sagen, dass natürlich dieses Personal zu bekommen, einzuarbeiten, bis die Entscheider auch entscheiden können, wird leider mehrere Monate in Anspruch nehmen, wie uns heute der Chef des BAMF mitgeteilt hat, sodass wir also jetzt nicht sofort mit einem schnellen Personalaufstockung rechnen können, sondern es geht leider nur Schritt für Schritt. Und so lange wird es eben bei einer längeren Dauer der Verfahren bleiben. Und es war allgemeine Übereinstimmung, dass die Verkürzung der Dauer der Verfahren in allen Fragen, das war nun einhellige Meinung von den Flüchtlingsorganisationen bis zu den Kommunen, und wir sowieso, dass das eine der vordringlichen Maßnahmen ist. Der Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann, war das ja. Und ähnliche Probleme gibt es in allen Bundesländern. In Hamburg zum Beispiel sollen in den kommenden Wochen gleich mehrere Containerdörfer errichtet werden. Jeden Tag kommen da mehrere hundert Flüchtlinge an. Unsere Reporterin hat sich so ein Containerdorf mal näher angeschaut. Mindestens einmal am Tag versucht Julia Röder, auf dem Gelände unterwegs zu sein. Seit Januar leitet die 30-Jährige die Flüchtlingsunterkunft Billbrook. Ihr Anspruch, den Kontakt zu den Flüchtlingen zu halten, mitzubekommen, was sie beschäftigt. Aber auch die Ordnung zu wahren. Verwaltung! Hallo! Weil Kabani lebt mit 5 anderen Syrern in einer Männer-WG. Eieiei. Ja, wie immer. Wie immer, allerdings. Aber mal hier ein bisschen den Herd sauber machen, ja? Ja, natürlich. Ja? Okay. Jeder muss seine Wohnung selber sauber halten. Und jetzt bei alleinstehenden Männern, da guckt man dann schon gerne mal nach, ob das denn auch alles so klappt. Die müssen sich das selber einteilen, aber Putzdienst außen von außen gibt's nicht. 600 Flüchtlinge leben hier im Industriegebiet in Hamburgs Osten. 8 Verwaltungsmitarbeiter kümmern sich um sie.
Dazu vier Mitarbeiter vom technischen Dienst, wie Muhterem Günay. Er ist Hausmeister und Techniker, aber auch Ansprechpartner für die Flüchtlinge. Die erzählen ja auch ihre Probleme, persönliche Nöte und dies. Natürlich versucht man da auf irgendeine Art und Weise diesen Leuten zu helfen, weil es sind im Endeffekt auch Menschen, die Probleme und Nöte haben und natürlich auch eine ganze Menge durchgemacht haben. Man tut einfach sein Bestes. Der Hausmeister als gute Seele. Ein Segen in großen Flüchtlingsunterkünften wie dieser. Und trotzdem stoßen die Mitarbeiter immer wieder an Grenzen. Haben Sie Wohnungsangebot noch bekommen? Noch nicht. Keins. Haben wir eben eine Absage? Ja, Sie wissen, das ist sehr schwer hier in Hamburg eine Wohnung zu finden. Und so. Ja. Ich versuche wie immer, aber. Ja, schade. Momente wie diesen findet Julia Röder frustrierend. Aber sie sind Alltag in einer Stadt, die mit dem Flüchtlingsstrom überfordert ist. Ja, bis die Flüchtlinge so eine Unterkunft wie hier in Hamburg überhaupt erreichen, müssen sie oft eine sehr beschwerliche und auch sehr gefährliche Reise unternehmen, unter anderem über das Mittelmeer. Jeden Tag versuchen hunderte Flüchtlinge über das Mittelmeer Europa zu erreichen, unterstützt neuerdings auch von der Aktion Sea-Watch. Was sollen ein paar Amateure in einem kleinen Kahn auf dem Mittelmeer schon ausrichten, hat ein Kritiker gerade gesagt. Eine Menge zeigt unsere nächste Reportage. Die Sea-Watch im Einsatz. Jeden Tag erste Hilfe und Rettung für Flüchtlinge vor der libyschen Küste. Wir haben Sichtkontakt. Diesmal geht es um jede Minute. Die Helfer haben ein Schlauchboot gesichtet, völlig überfüllt, und es beginnt bereits zu sinken. Die Sea-Watch bringt ihre Rettungsinseln aus. Doch beim Öffnen strömt Wasser ein. Bei neueren Inseln käme das nicht vor. Aber 5.000 Euro waren einfach nicht drin. An Bord können die Menschen nicht. Die Sea-Watch ist viel zu klein. Sie müssen auf große Schiffe warten. Doch von der EU-Mission Frontex oder der Marine keine Spur. Kapitän Ingo Werth ist sauer. Warum macht man dieses Theater mit den Kriegsschiffen hier, wenn sie doch keinem Menschen helfen wollen? Sonst würden sie ja hier unten langfahren. Dann würden sie hier an der 24-Meilen-Zone patrouillieren, würden die armen Teufel aus dem Wasser fischen. Aber das tun sie nicht. Die liegen in Sizilien im Hafen. In Sizilien im Hafen liegen die und schützen die EU-Außengrenzen. Mehr als 120 Flüchtlinge müssen auf den Rettungsinseln ausharren. Ein Verletzter wird von Ärztin Katrin Schwanitz versorgt. Er hat innere Blutungen, muss dringend ins Krankenhaus. Solange halt Menschen diesen beschwerlichen Fluchtweg auf sich nehmen und versuchen, übers Mittelmeer mit kleinsten Schlauchbooten zu kommen, sollten wir denen auch helfen? Everybody is safe. Everything is all right. Alle sind in Sicherheit. Nach 6 Stunden warten die erlösende Nachricht. Die italienische Küstenwache hat Schnellboote geschickt. Sie werden die Flüchtlinge in ein Aufnahmelager nach Italien bringen. Erst einmal sind sie in Sicherheit. Die Sea-Watch fährt weiter auf der Suche nach Flüchtlingen in Lebensgefahr. Ja, liebe Zuschauer, das war es für den Moment von uns. Und jetzt nimmt unser Südamerika-Korrespondent Thomas Aders Sie mit auf eine Reise ins Reich der Inka, Spurensuche in den Anden Perus. Und die nächste Phoenix vor Ort-Sendung sehen Sie hier um 17:30 Uhr. Ich wünsche Ihnen weiterhin gute Unterhaltung hier bei uns im Programm.